hat in seinem Leben, kümmert er sich um seine Geschwister, subhanallah. Denkt er an seine Geschwister. Er denkt an sie, subhanallah. Er ist eifrig bedacht um sie, eifrig bedacht um die Gläubigen. Er macht sich Sorgen um die Gläubigen am Tage des Gerichts. Er macht sich Sorgen um sie. Er konnte, nachdem er die Botschaft bekommen hat, konnte er nicht mehr einfach ruhig schlafen. Er hat zu Khadija radiallahu anha gesagt, die Zeit des Schlafens ist vorbei. Die Zeit des Schlafens ist vorbei. Er ist aufgestanden, hat gewarnt, hat die Menschen gewarnt. Er wollte sie bewahren vor der Hölle. Mein Bruder, meine Schwester, was macht dir in diesem Land Tag ein und Tag aus? Mit was beschäftigst du dich? Denke darüber nach, dass der Tod kommen wird. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat den Tod gekostet. Und er hat das bekommen, was der Bruder eben gesagt hat, wo wir darüber gelacht haben. Er hat die Botschaft bekommen. Jibril alaihi salam ist erstmal zu ihm gekommen und hat gesagt, ja Rasulullah, der Todesengel steht vor der Tür. Und er bittet um Einlass. Und er hat ihm gesagt, so gewähre ihm Einlass. Und dann kommt der Todesengel rein und sagt, Salam alaikum ya Rasulullah. Und er erwidert diesen Gruß. Und er sagt ihm dann, Allah hat mich geschickt, um dich vor die Wahl zu stellen. Für diese niederen Welt, er kann noch bleiben. Oder mit dem Treffen auf Allah. Und er sagt, vielmehr den erhabensten Gefährten. Vielmehr den erhabensten Gefährten. Sofort. Bella Rafika al-A'la, Bella Rafika al-A'la, sagt er sofort. Vielmehr den erhabensten Gefährten, subhanallah. Er wurde gefragt, nach ihm wird niemand mehr gefragt, wir werden nicht mehr befragt. Es kann jederzeit zu spät sein, du hast keinerlei Garantie. Keine Garantie für 2 Tage, nicht für 5, nicht für 10, nicht für 1 Monat. Was machst du Tag ein, Tag aus für diese Religion? Was machst du für dein eigenes nächste Leben? Wir wollen doch hier schöne Sachen. Wir wollen hier die hübscheste Frau und die Frau will den hübschesten Mann. Wir wollen diejenigen, die Geld und Portemonnaie haben. Wir wollen diejenigen, die einen guten Job besitzen. Wir wollen die hübschesten Kinder. Wir wollen doch hier das Beste. Wir wollen eine schöne Wohnung. Wir wollen ein schönes Auto. Denkt irgendjemand, dass wir im nächsten Leben nicht das Beste haben wollen, subhanallah? Da hörst du Aussagen von Muslimin. Ja, inshallah, ich komme irgendwann aus Jahannam raus. Was? Ist dir bewusst, was Jahannam ist? Weißt du, was die Hölle bedeutet? Wie kannst du nur... Das ist, weil du nicht begriffen hast, wer Allah ist. Weil, subhanallah, die Gelehrten sagen, die Menschen denken an Hölle und Grab und alles. Aber die Gelehrten sagen, wie jemand, der Allah verstanden hat, der hat noch viel mehr Angst, Allah nicht anblicken zu dürfen, dass du Allah nicht sehen wirst am Tage des Gerichts. Das ist der größte Verlust. Die Menschen, die in Jahannam kommen, werden niemals einen Blick auf Allah werfen dürfen. Nicht mal einen einzigen Blick. Und das ist das Schönste. Das Schönste, was es gibt. Es ist vielleicht jetzt für uns unvorstellbar, weil Allah über unsere Vorstellungskraft ist. Genauso wie mit seiner Allmacht, mit seinem Allwissen. Gewisse Sachen sind über unsere Vorstellungskraft, weil unsere Wissen, ja, unsere Logik ist begrenzt. Allah hat dem Menschen eine gewisse Logik nur gegeben, die irgendwann eine Grenze aufgesetzt bekommen hat. Und deswegen kann sich der eine oder andere vielleicht nicht vorstellen, aber jemand, der Taqwa hat, der Gottesfurcht hat und der diese Ayats im Koran gelesen hat und diese Aussagen von Gelehrten gehört hat, der weiß, dass das der größte aller Verlust ist, Allah nicht anblicken zu dürfen. Weil das die größte Zufriedenheit ist, die der Mensch in dem Moment spürt. Die Menschen werden noch mehr und mehr danach verlangen. Du willst die ganze Zeit an Allah anblicken. Es gibt nichts Schöneres. Nichts Schöneren, als den König der Könige anzublicken. Schaut mal, subhanallah, im Islam selber habe ich innere Ruhe gefunden. Ich denke mir, viele von euch haben in vielen Momenten innere Ruhe in dieser Religion gefunden und bekommen von Allah. Das ist eine von vielen Vorzügen, die der Islam uns auf dieser Erde gibt. Aber was du im nächsten Leben bekommst, ist über unsere Vorstellungskraft. Da, wo dein Verstand aufhört, darüber nachzudenken, da fängt Paradies gerade erst an. Da, wo dein Verstand aufhört, über die Hölle nachzudenken, da fängt die Hölle gerade erst mal an. Allah Azzawajal hat 1% von seiner Rahma auf diese Erde herabgesandt. Das, was du hier genießt, was du hier schön findest, ist 1% von der Barmherzigkeit Allahs. 1%. Und genauso auch von seiner Strafe, subhanallah. Habt ihr gesehen, die Naturkatastrophen, subhanallah. Jetzt bei uns, letzte Woche, subhanallah. Ein Sturm, mehrere Menschen sind gestorben. Dächer, subhanallah, wurden komplett von gewissen Häusern entrissen, subhanallah, sind noch weggefegt worden von Allah Azzawajal, Allmacht. Und der Mensch war auf einmal so klein, er war so schwach. Egal, was er erschaffen hat, egal welches Handy, egal welches Flugzeug, egal welches Auto, egal, was er auch erforscht hat.
Auf einmal hat man wieder gesehen, subhanallah, gegen die Naturkatastrophen von Allah azza wa jal ist der Mensch machtlos. Machtlos. Kannst du Feuerwehr rufen, wie du willst. Kannst du THW anrufen, wie du willst, technisches Hilfswerk. Die können dir in dem Moment auch nur begrenzt helfen. Die haben selber in dem Moment, müssen die gucken, dass denen nichts passiert. Wie wird das erst sein am Tage des Gerichts? Am Tage des Gerichts, wenn du dich nicht mit der Religion Allahs richtig beschäftigt hast, wo keiner von uns eine Garantie hat. Allah hat uns zu Geschwistern gemacht, aber behandelst du deinen Bruder oder deine Schwester auch dementsprechend? Behandeln wir unsere Geschwister so? Allah sagt zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wärst du schroff zu ihnen gewesen, wären sie davongelaufen. Wärst du hart zu ihnen gewesen, wären sie davongelaufen. Wer nimmt dich jetzt das Recht raus, gegenüber einem Bruder schroff zu sein, hart zu sein? Wo Allah azza wa jal, der Allmächtige, wenn er jemanden liebt, Jibril zu sich ruft und sagt, Jibril, ich liebe den so und so und verkünde es im ganzen Himmel. Und Jibril geht hin und verkündet im ganzen Himmel, ich liebe den so und so, so liebt ihn auch. Und das geht runter bis auf die Erden, subhanallah. Und dann mögen die Menschen auf der Erde mögen ihn. Kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht dich querstellst oder Intrigen schmiedest gegen einen Menschen, der bei Allah nahegestellt ist, den Allah seinen Namen im Himmel ausrufen lässt, weil er ihn liebt? Und du hast dir keine Gedanken gemacht, subhanallah, dass du dich vielleicht gerade anfeindest mit einem nahestehenden Allahs? Seh nicht in deinen Bruder nur Fehler, subhanallah, denn wir haben alle Fehler. Alle, die wir hier versammelt sind, haben Fehler. Wir haben alle Fehler und wir haben alle Sünden. Es gibt keinen Sündenlosen hier in diesem Raum. Denke auch an das, was Allah von dir verdeckt hat, wo die Menschen es nicht mitbekommen haben. Jeder von uns hier drin hat Sünden begangen, wo wir nicht wollen, dass der andere es weiß. Und Allah hat dich geschützt mit dieser Sünde. Er hat sie dir verdeckt wie ein Kleid, wie die Nacht den Tag bedeckt. Hat er deine Sünde bedeckt. So sei du nicht jemand, der die Sünde deines Bruders offenkundig macht. Sei du nicht ein Freund des Shaitan, der ihm hilft, dabei, dass dein Bruder auf einmal wie ein Dummer dasteht. Decke deinen Bruder. Ich meine, subhanallah, einerseits sehe ich, dass ich hier lebe, das mit einem weinenden Auge und einerseits mit einem freudigen Auge. Warum sehe ich das mit einem weinenden Auge? Hier wird nicht Ezan ausgerufen, hier gibt's nicht so viele islamische Läden, hier gibt's nicht diese islamische Atmosphäre wie in anderen Ländern. Aber andererseits, ich lebe hier und ich kann diese Botschaft an den Menschen mitgeben, wie der Gesandte Allah das am Anfang mit seinen Sahaba gemacht hat. Mit einzelnen Leuten. Ich denke mir nicht, dass das hier die Anwohner von Hildesheim sind, wie viele wir gerade hier sitzen. Und auch nicht von den Muslimen, die Anwohner. Wie viele werden wohl noch da draußen sein und andere Dinge gerade machen? Das muss dich stolz machen, dass du arbeiten kannst für die Religion Allahs, wo Allah niemanden von uns braucht. Wo du die Menschen einladen kannst zur Wahrheit. Wo du sie warnen kannst vom Höllenfeuer. Allahu Akbar, welche Niame, welche Gunst von Allah, dass wir uns hier versammeln durften. Dass gerade dein Name heute aufgeschrieben worden ist von den Engeln, als du die Türe hereingetreten bist. Welche Gunst von Allah, mein Bruder, meine Schwester. Und auch wenn du schon 1000 Mal in der Moschee warst, dass du heute hier drin bist. Alhamdulillah. Alhamdulillah, weil Allah azza wa jalla sagt in seinem edlen Buch, O, die ihr glaubt, sterbt nicht anders denn als Muslime. Wir haben keinerlei Garantie, wie wir sterben werden. Keiner von uns hat eine Garantie. Iman geht hoch und runter. Wenn der Iman runtergeht, nachdem du einen hohen Iman hattest und auf einmal eine gewisse Sünde begehst, kannst du selber nicht begreifen, wie du das begangen hast, wie du das machen konntest. Was hat der Prophet Muhammad s.a.w. ständig gemacht? Er hat ständig Allah s.a.w. darum gebeten, Ja muqalliban qulub thabbit qalb al-adini. O Befestiger der Herzen, oder Wender der Herzen, befestige mein Herz in deiner Religion, subhanallah. Wir müssen das dann erst recht aussprechen. Wenn die Propheten, die sozusagen sündenlos sind, ja, von Allah s.a.w., wenn die hingehen und Allah azza wa jal, subhanallah, um Vergebung bitten, wenn die sagen, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, wa la yaghfiru dhunuba illa anta, wie können wir schwachen Menschen, schwachen Muslime, schwachen Gläubige hingehen und diese Bittgebete nicht ständig aussprechen? Oh Allah, wo ich mir selber viel Unrecht zugefügt habe, viele Sünden angeeignet habe, keiner vergibt die Sünden außer dir, ja Allah, bitte vergib mir. Wie können wir das nicht aussprechen? Liebe Geschwister, es ist so wichtig, dass der Kontakt unter uns,
dass er gesund ist, der Kontakt mit Allah gesund ist, mit unseren Kindern. Ihr wisst selber, subhanallah, was uns draußen angeboten wird. Denk nicht, wenn du dein Kind zwingst, den Koran zu lesen, das edle Buch Allahs, Hadithe vom Propheten s.a.w. zwingst zu lesen, mit dem Stock, mit der flachen Hand, mit der Faust, dass dein Kind die Religion lieben wird, dass er nach Hause kommen wird und sagt, hup, ja, ich werde jetzt zu Hause eine reinkriegen, wenn mein Vater, subhanallah, wenn ich meinen Vater nicht schön rezitiere. Draußen weiß man uns die Sachen am Mann zu bringen. Vodafone-Verträge, Handy, Autos, alles weiß man uns an den Mann zu bringen, wie man uns das ausschmückt. Wie kann das sein, dass wir nicht mal imstande sind, ein bisschen imstande sind, den Menschen vom Herzen mitzugeben, was das für eine Religion ist? Das ist keine Religion des Draufschlagens. Das ist eine Religion der Liebe. Das ist eine Religion des Friedens. Ein Miteinander, ein Geben, subhanallah. Warum können wir diese Dinge nicht? Wir draußen können wir alle, sind wir super am Wetteifern, subhanallah. Wer am besten den Ball führt auf dem Feld. Wer am besten, subhanallah, den Tischtennisschläger hin und her macht. Aber was mit der Religion Allahs? Soll es zwei Sätze einem Menschen mitgeben? Ja, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Alle sagen, was soll ich denn sagen? Mach du. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weil wir uns mit der Religion Allahs nicht beschäftigen. Weil du nicht weißt, wie du das ausschmücken sollst, subhanallah. Dass die Leute Geschmack bekommen an dieser Religion. Dann rennen sie draußen rum und sagen, du kommst in die Hölle. Angst machen ist auch nicht nur die Alternative, subhanallah. Schmück die Religion aus, so wie man das auch bei Verträgen auch macht. Bei Verträgen geben sich auch alle Mühe, den Vertrag möglichst schön auszuschmücken, dass er am Ende sagt, ja, das will ich haben. Boah, und 50 Euro Bonus kriege ich auch noch und das kriege ich auch noch. Boah, ich wusste gar nicht, dass der Islam so gut ist. Ich wusste gar nicht, dass ich das und das noch machen kann im Islam. Ich habe gedacht, wäre alles verboten. Weil die Menschen laufen draußen so rum, als ob alles verboten wäre in der Religion. Dass du nicht mehr lachen darfst, musst jetzt grimmig gucken. Musst jetzt ein Bart wachsen lassen, die Hose kürzen und darfst nicht mehr lachen. Und darfst nur noch ernst gucken. Das ist nicht der Islam. Das ist falsche Auslegung von dem Islam. Denn der Prophet Mohammed hat also seine Nachbarn eingeladen. Er hat ihnen auch ein nettes Lächeln geschenkt. Er hat mit Kuffar gehandelt, subhanallah. Der Prophet Mohammed ist unser Vorbild. Müssen wir auf ihn schauen, müssen wir auf ihn blicken, müssen wir gucken, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Nicht einfach immer nur so steif. Und keiner weiß mehr, wie der sich zu verhalten hat, wenn es um Islam geht. Ich weiß jetzt nicht, um Verstecken, subhanallah. Gestern Abend waren wir auf dem Kölner Ring, subhanallah. Ja, und das ist wie so alt, das ist ein Altstadtviertel, wo sehr, sehr viele Jugendliche sich treffen nachts am Wochenende. Ja, und da sind auch sehr, sehr viele Muslime mit drunter. Wir waren sowieso auf dem Weg nach Hause, wir sind dann über Köln gefahren und wir hatten La ilaha illallah Flaggen mit uns. Und sind dann einfach darüber gefahren. Ja, subhanallah. Weil wir wollten den Muslimen, subhanallah, die auf dem falschen